ohne Fliege im richtigen Leben heiße ich Wilfried Loll. Und mit bin ich der Dr. Emanuel Stolberg auf Schloss Einstein. Ich wollte nie Lehrer werden, aber trotzdem ist Direktor Stolberg meine Lieblingsrolle geworden. Vielleicht, weil Guppi ein Lehrer ist, wie ich ihn auch gern gehabt hätte. Jemand, dem man vertraut und der einem selber viel zutraut. Mit Vertrauen hat vielleicht auch mein schönstes Erlebnis bei Schloss Einstein zu tun. Eines Tages klingelten Kinder bei mir an der Tür und fragten, ob ich bei ihnen nicht auch mal Unterricht machen könnte. Sie waren wahrscheinlich aus der ersten Klasse meiner Nachbarschule, wo ich wohne. Ein bisschen unbedacht habe ich zugesagt, aber natürlich nur, wenn ihr Direktor einverstanden ist. Andern Tags stehen sie wieder vor der Tür und berichten betrübt, dass ihr Direktor das nicht erlaubt. Die Kinder hätten es mir zugetraut. Hallo, ich bin der Ludwig Holburg. Ich bin der, der dem Dr. Wolfert Gesicht und Stimme borgt und manchmal auch Charakter und Gefühle schenkt. Und das mache ich seit nunmehr 7 Jahren. Und je länger ich das mache, je länger ich mit diesem Dr. Wolfert lebe, umso besser kann ich den verschrobenen Kauz leiden. Seine merkwürdige Art, seine Strenge, seine ältlichen Anzüge. Denn das sind eigentlich alles nur Dinge, hinter denen der Dr. Wolfert seine große Freude versteckt, für die Kinder und Jugendlichen zu arbeiten und sie zu befähigen, lebenstüchtig und klug ihren Weg in die Welt zu finden. Und für mich als Schauspieler ist das Schönste an dieser Arbeit bei Schloss Einstein, dass ich, der Ludwig Holburg, mit diesen Kindern und Jugendlichen nahezu täglich zusammenarbeiten darf. Hallo, ich heiße Rebecca Fleming und ich spiele in Schloss Einstein die Mathelehrerin Marianne Gallwitz. Dann stelle ich hiermit ein für alle Mal klar, ab sofort ist mein Matheunterricht für euch Stierkampf. Ja, nun sollen wir euch ja was Persönliches erzählen? Dann erzähle ich euch mal meinen Kinderberufswunsch. Also im Alter von 6 Jahren stand für mich fest, ich werde entweder Kinderärztin oder Schauspielerin. Also das mit der Kinderärztin hat sich relativ schnell erledigt, weil ich so grottenschlecht in Mathe war. Und dafür räche ich mich jetzt, indem ich die Kinder in Schloss Einstein mit Mathe quäle. Geht's jetzt los? Okay. Tach, ich bin Hannes. Hannes Fabian. Lehrer für Mathe, Chemie und Physik bei Schloss Einstein. Und das sind natürlich die 3 Lieblingsfächer aller Schüler dieser Welt, gell? Natürlich nicht wirklich, also bei mir auch nicht. Ich fange mal von vorn an. Also ich bin natürlich immer gern in die Schule gegangen, war ein strebsamer, ordentlicher Schüler. Merkt man, dass ich lüge, ne? Nee, also Schule war nicht so ganz mein Ding. Ich glaube, das geht allen auf dieser Welt so. Mathe war auch nicht wirklich mein Lieblingsfach. In Chemie war ich ganz schlecht und Physik ging so. Da konnte man es ja mal ordentlich knallen lassen, so wie ich das ja mache in der Serie Schloss Einstein. Dann wollte ich tatsächlich Lehrer werden für Deutsch und Geschichte, denn das waren meine eigentlichen Lieblingsfächer. Hab auch angefangen zu studieren in Greifswald, 1 Jahr lang durchgehalten und dann kam das Radio. Dann war Schluss mit Lehrer und jetzt holt mich die Vergangenheit wieder ein. Als Lehrer für Mathe, Chemie und Physik. Aber die Fächer konnte ich mir nicht aussuchen. So, und gibt's eigentlich einen Kaffee hier? Alles leer, Kulisse. Hallo. Ich bin Daniel Enzweiler, ich spiele in eurer Lieblingsserie, ich hoffe, es ist eure Lieblingsserie, spiele ich den Gregor Haller, Lehrer für Englisch und Sport. Ich spiele in dieser Serie sehr gerne mit, weil sie mich so ein bisschen an meine eigene Schulzeit erinnert. Die war nicht besonders schön. Da waren allerdings nicht meine Lehrer dran schuld, sondern ich selbst. Ich war ein stinkfauler Schüler. Ich habe immer erst dann angefangen zu lernen, wenn mir das Wasser bis zum Hals stand. Und das habe ich so die ganze Schulzeit durchgehalten. Das habe ich gut gemacht, weil ich bin nie sitzen geblieben. Und habe sogar im ersten Anlauf das Abitur geschafft. Aber das war bei mir mit so einem psychischen Stress verbunden, dass ich aus heutiger Sicht sagen würde, das würde ich nie wieder so machen. Ich habe 3 Kinder, die jetzt gerade in die Vorschule gekommen sind. Nächstes Jahr dann eingeschult werden in die 1. Klasse. Da habe ich jetzt auch viel mit Lehrern zu tun und finde das toll, dass die inzwischen heutzutage das doch alles sehr gut machen. Aber insgesamt finde ich in Einstein, das sind schon so die idealen Lehrer. So nette Lehrer gibt es wahrscheinlich in der Wirklichkeit nicht unbedingt. Hallo, ich bin Judith Klein und ich spiele Nadja, die Erzieherin auf Schloss Einstein.
Als Kind konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich meine Erzieherin spiele, weil ich weder im Kindergarten war noch im Hort und daher überhaupt nicht wusste, was eigentlich eine Erzieherin so zu tun hat. Jetzt weiß ich es besser. Sie steht ungefähr um 5 Uhr morgens auf und arbeitet dann durchgehend bis Mitternacht. Und hat eigentlich nie einen freien Tag in der Woche. Ich kann euch den Job also nicht wirklich empfehlen. Ich wollte als Kind lieber Archäologin werden, weil man da schön im Sand buddeln kann. Das konnte ich als Kind auch besonders gut. Und neue Kulturen entdecken. Oder Erfinderin. Da mir aber nie was eingefallen ist, was ich hätte erfinden können, habe ich das dann sein lassen. Bin ja, wie ihr seht, Schauspielerin geworden. Inspiriert hat mich an der Nadja Kunze ihr Umgang mit Kindern und dass sie sich mit denen auch gut versteht. Und deswegen habe ich angefangen, als Hobby Psychologie zu studieren, was auch sehr, sehr viel Spaß macht und wo ich vielleicht auch später mal professionell mit Kindern arbeite. Ich finde übrigens, dass die Lehrer auf Schloss Einstein, außer vielleicht Herr Dr. Wolfert manchmal, sehr nett sind und habe nicht so nett den Lehrer in Erinnerung in meiner Kindheit. Die waren teilweise auch ganz schön gemein. Das Peinlichste, was mir je passiert ist beim Drehen, war mein Indianertanz ums Lagerfeuer. Da haben mich nämlich alle ausgelacht, weil ich da wohl nicht so begabt war beim Tanzen. Außerdem war es arschkalt. Aber sonst macht es nach wie vor Spaß und ich bin auch schon ein paar Jährchen dabei und langweilig wird es hier nie. Oh, hallo. Mein Name ist Gerd Schäfer und ich spiele hier den Hausmeister Heinz von Wolfe. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, weil ihr kennt die Serie ja. Und was soll ich euch über Heinz von Wolfe erzählen? Das ist eigentlich ein Netter. Und Kinder machen auch ganz gern. Nur manchmal, dann nerven die. Weil Kinder machen immer so viel Schmutz und Unordnung. Ja, und was soll ich euch über mich erzählen? Ja, also früher, da habe ich an Fingernägeln gekaut, aber das mache ich heute nicht mehr. Ja, hallo. Ich heiße Manfred Anton Ahlgrang, komme aus Südtirol und spiele hier bei Schloss Einstein den Eisdielenbesitzer Pino Fabri. Hab hier eine Tochter, die Antonia, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Im Leben natürlich im Richtigen habe ich keine Tochter, sondern einen Sohn. Der ist jetzt 13 Monate alt, sagt Auto, war sein erstes Wort, Mama, Papa aus. Und ja, fühle mich hier sehr wohl in der Eisdiele. Privat möchte ich auch mal eine Kneipe haben, irgendwann mal ein bisschen später so. Das macht mir nämlich sehr viel Spaß. Das Lustigste, was mir passiert ist bei Einstein, war, dass ich den Text von einer falschen Szene gelernt habe. Und dann kam ich ans Set und dann stand ich da und wusste nicht, was machen. Naja, früher wollte ich immer König werden als Kind, aber das hat wohl auch nicht ganz so geklappt. Dann habe ich mir gedacht, na, dann wirst du vielleicht mal was anderes, aber mir ist da nichts mehr eingefallen und dann bin ich Schauspieler geworden und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich es bin und fühle mich hier sehr wohl. Ja.